Gut, heute ist Tag 2 beim Hubert und den Flügearbeiten. Ich möchte euch heute gerne mal den Sulky-Flug oder einen von Huberts Sulky-Flügen vorstellen. Das ist ein IHC. Ich muss wirklich gestehen, ich bin sehr begeistert. Also in Kombination mit dem amerikanischen Geschirr, was ich da vom Hubert zu liehen hatte, haut das sehr gut hin. Auch jetzt die meinen zwei, die tun sich da relativ leicht. Wir pflügen hier auf eine Tiefe von 18 cm und bei einer Breite von 35 cm. Zum Vergleich, ich pflüge mit dem Ott daheim auf 15 bis 16 cm und nur 30 cm breit und das ist schon sehr anstrengend. Nur mal hier als Vergleich die Fläche, die wir gestern bearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob man das sieht, da vorne wird es jetzt links etwas krümeliger, da ist der Hubert gestern mit der Sternradecke drüber gefahren. Und die Fläche habe ich heute mit den Pferden geschafft. Das ist auf jeden Fall mehr, wie ich mit dem Ottflug innerhalb von 3,5 Stunden oder knapp drei Stunden haben wir mir gestern gepflügt. Das würde ich nicht mit dem Ott schaffen. Hier noch die restliche Fläche, die wir heute pflügen müssen. Das ist nochmal so viel. Das sollten wir schaffen. Das ist ein Weidelgras, Kleegrasbestand, den der Hubert nach dem Senf gebaut hat. Zu den Einstellungen vom Flug. Hier vorne, das ist der Hebel im Grunde, um die Deichsel nach links bzw. nach rechts zu verstellen, also ähnlich dem Seitenzug vom Ottflug. Wenn die Fanny, also Sattelpferd, in der Fuhren geht, dann muss ich den Hebel nach hinten ziehen. Wenn die Fiber, das Handpferd, in der Fuhren geht, dann muss ich den Hebel um ein Glied nach vorne, um ein Rad im Grunde nach vorne setzen. Einfach daher, dann tun sich die Pferde leichter und der Zug ist einfacher. Das Rad muss 5 cm oder Radbreite neben der Fuhrenkante fahren. Dann haben wir die volle Schnittbreite und es ist das beste Ergebnis. Arbeitsergebnis. Genau. Nochmal kurz zurück zu den 18 cm Arbeitstiefe, die möchte Hubert einfach haben, damit das Gras sauber umgedreht wird. Da hat er recht. Ich habe gestern auf 16 cm gepflügt und da schaut das Gras halt dann zum Teil einfach raus. Wenn er es aber so möchte, dann muss ich dem natürlich so befolgen. Dieser Griff ist im Grunde die Höhenverstellung oder Tiefenverstellung vom Flug. Am einfachsten tut man sich, wenn das Rad noch auf dem Land steht und dann kann man das Rad besser ausheben bzw. den Hebel besser nach hinten drücken. Rechte Seite habe ich das gleiche für das rechte Schar und dann habe ich hier ein Fußpedal, dass wenn ich ans Ende von der Fuhre komme, dann drücke ich da einfach drauf und über die Zahnräder hier hakt dieser Hebel dann im Grunde ein und zieht mir den Flug nach draußen. So muss ich ihn dann natürlich nicht mit meiner Hand und mit meinem Rücken umdrehen. Genau, soweit zum Flug selber. Jetzt fahren wir einfach mal eine Runde und dann zeige ich euch das, wie das im Grunde vom Ablauf her ausschaut. Genau.